Servus Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, wir fangen gleich an. Ich weiß, das hätte ich auch rausschneiden können, aber eigentlich dachte ich, dass die Ladesequenz nicht so lange dauert. Ich habe schon mal Aufnahme gestartet und so. Dachte, bis dahin wäre es weg. Ah, ist es wohl nicht. Deswegen jetzt. Wir sind hier stehen geblieben. Wir möchten da nach links unten. Wir möchten jetzt da mal die linke Seite erforschen. Genau, da hinten war doch irgendwo. Da hinten, Feuer. Da wollten wir hin. Dann klettert hier runter. Ganz normal. Nein! Halt dich doch fest. Okay, lass doch los. Ich weiß, erst soll er sich festhalten, dann soll er loslassen. Und ein bisschen umgucken hier. Was ist denn das da unten? Feuerstein! Ah! Wenn man mit einem Gegenstand das Metall draufschlägt, entstehen Funken. Die Feuerhölzer in der Nähe entzünden praktisch, aber nach dem Schlag geht er kaputt. Also hier kann ich wahrscheinlich dann Feuer anmachen. Vielleicht sollte ich das mal testen, aber jetzt gerade. Habe ich was, was ich braten kann? Äpfel. Meine Axt hier besteht ja aus Metall. Weit weg. Nein. Mann. Ja, hier. Ah, es brennt. Schön. Ich möchte jetzt ein paar Äpfel braten. Wenn ich gekocht, lässt es sich zur Medizin verarbeiten. Vielleicht soll ich das da braten. Heute mache ich mal so eine Kochstunde. Ja. Ist jetzt gebraten oder nicht? Ich mache sowas. Ah! Röstausdauerling. Okay, ich muss ein bisschen länger warten, bis es geröstet ist. Röster hat der Ausdauerling keinen Effekt, außer Herzen auffüllen. Dafür schmeckt er so bedeutend besser als roh. Okay, mach mal Kochstunde hier, mal gebratenes Zeug. Wo ist denn mein anderes Essen? Da. Okay, den kann ich einfach so essen. Eichel. Das füllt sie ein wenig mehr Herzen auf. Dann braten wir mal eine Eichel. Schön, Kochstunde hier. Könnte ich alles rausschneiden, aber was sollte ich? Das kann ich einfach so essen. Moment, wenn man ihn zur Verfeinerung von Gerichten verwendet. Als Kochzutat, ja, brauche ich dafür einen Topf? Wahrscheinlich. Chili. Jetzt kocht es halt, wärmt sie den Körper. Ein Chili. Was war denn das gerade? War das irgendwie Luftzug? Sollte ich mich in die Höhle begeben? Warum habe ich die Chili jetzt wieder so? Ah, Brennchili. Schon wieder so ein Wind. Ah, okay, die braucht ein bisschen länger, alles klar.
Ups, ich verbrauche so viel Zeit hier mit Kochen. Egal, ein Apfel schmeiße ich da noch rein. Also. Ah, ich kann mehr. Okay, dann röste ich gleich mehrere auf einmal. Brennt meine Äpfel. Ich darf nicht brennen. Geil. Okay, wenn das so schnell geht, dann. Mann, ich mache immer das Falsche. Dann kann ich die restlichen zwei Äpfel da auch noch braten. So. Heute gibt's Bratäpfel. Geil. Eigentlich sollte ich, solange das Feuer noch brennt, hier alles kochen. Ich meine, ja, ist ja Let's Play und so. Muss man alles mal zeigen. Sondern sonst ist ein Schleim. Nie geht. Schmeiß ich jetzt auch da ins Feuer. Schleim, du. Röstspurtling. Das Rösten des Spurtlings hat seinen Preis. Der wundersame Effekt geht verloren. Dafür schmeckt er jetzt besser. Jeder muss wissen, wo seine Prioritäten liegen. Oh, ja. Auf jeden Fall habe ich hier ein Feuer gemacht. Das war alles schön und gut. Moment, ich kann ja eine Fackel anmachen. Ich kann ja richtiger Arsch sein. Ups. Kann ja Dingens anmachen. So. Ich brenne den Wald nieder. Ja, Brandstiftung ist zwar nicht so mein Ding, aber kann ich auch Bäume abfackeln, theoretisch gesehen? Nein, aber da liegt ein Highwoodpilz. Ich kann Gras abfackeln. Auf die Fackel zu schmeißen. Hufspeer, Keule, nimm die Axt wieder. Eine normale Route kann ich nicht nehmen. Egal, ich sollte jetzt meinen Weg weiter fortsetzen. Da hinten ist immer noch mein Lagerfeuer. Da werde ich zurückgehen, falls ich mal angeschlagen bin. Also, wo gehe ich zuerst hin? Da hoch. Haben wir mal ein bisschen eine Kochstunde von Link gehabt. Muss ja auch mal sein. Oh, da ist ein Felsbrocken. Werde ich mal jetzt platt machen. Wahrscheinlich brauche ich dafür Bomben oder so. Ja, wahrscheinlich. So mache ich nur meine Axt kaputt. Das heißt auch Wasser. Geht's hier noch lang? Schauen wir mal. Hier gibt es so viel zu entdecken. Wie sieht meine Karte aus? Ich bin jetzt da. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Krötenteich, oder wie? Da rechts von mir ist der Wald der Seelen. Noch rennen. Ich höre jemanden arbeiten. Was ist denn das da? Schleichglöckchen. Eine Blume, die in Wäldern oder auf Wiesen zu finden ist. Nachts gibt es ein schwaches Licht, aber es kurz zu der Verletzfähigkeit, lautlos zu schleichen. Aha. Wie kann eine Pflanze bitte die Fähigkeit verleihen, lautlos zu schleichen? Oh, ich habe da auch schon gesehen, da ist ein Vorposten. Mit Viechern. Ich müsste mich nehmen. Was ist das? Oh, hallo, Gras. Da ist auch was. Ein Pilz. Oh. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Welche Richtung guckt er? Mal so ein bisschen, oder? Und da sind noch mehr. Jetzt guckt er wieder zu mir. Schnell, der Baum. Da sind noch viel mehr.
voll, dass ich jetzt nichts sehen kann. Ups. Ja, kannst du gerade schon sagen, sie haben mich gesehen. Kommen sie zu zweit? Ne, zu dritt! Moment. Bevor ich die Kochkurse nochmal machen muss. So, meine Axt macht euch fertig. Meine Axt macht euch ouch, fette. Nein, ausgerechnet jetzt muss das sein. Ich muss erstmal ein bisschen abhauen. Was nehme ich denn? Was ist stark? Mistgabel? Die sieht noch so neu aus. Wurfspeer? Ich nehme den Speer. Danke. Wir geben das mit Anvisieren noch schnell. Kannst dich nicht ewig schützen. Danke. Hat auch was verloren. Oh, kein Sprungangriff, wäre auch geil. Moment, das ist doch ein Wurfspeer. Hagelgras, her damit. Kann man immer gebrauchen. Ich glaube, ich habe zu hoch geschossen. Nächste Waffe. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber egal. Wie weit schieße ich das Teil? Oh, das schieße ich nicht so weit. Egal. Das mit. Nee, ich das mit. Und das. Dann hau ich den Typen eben so. Das Holzfeuer, geil. Da. Holzpfeil. Gib den her. Wo ist mein Speer hin verschwunden? Hallo. So, Bogen kaufe ich mir. So, den nehme ich mir gnadenlos. So, wo ist mein Speer? Habe ich jetzt meinen Speer weggeworfen? Das ist ja doof. Wo ist denn der gelandet? Toll, ich habe meinen Speer ins Nirvana geballert. Ich wollte keine Fackel. Wusste gar nicht, dass ich das Teil auch anzünden kann. Zerstör die Außenposten. Oh, da oben ist einer. Na klar, packe ich es weg, um hochzugehen. Toll. Pflanze, Bockstock. Du da. Ich weiß nicht. Ja, geil. Ich weiß nicht, wie man anvisiert. Ich bin zu blöd dafür. Ich hab's schon wieder vergessen. Mich würde jetzt. Oh, Holzpfeiler, danke. Ich würde jetzt mehr interessieren, wo mein Speer verschwunden ist. Das ist weg. Toll, ich habe meinen Speer irgendwo hingeworfen. Eine meiner besten Waffen. Opal. Ein Edelstein, der in Hyrule gefunden werden kann. Er schimmert ähnlich wie Perlmut und soll die Kraft des Wassers besitzen. Danke. Wohin habe ich meinen Speer denn geworfen? Der ist da vorbeigeflogen an ihm. Ist er irgendwo da gelandet. Natürlich habe ich den Speer ins hohe Gras geworfen, wo ich ihn nie mehr wiederfinden werde. Ah, da ist er. Oh, gut. Habe ihn doch noch gefunden. Jetzt mal im Ernst, was hat das mit diesem
Zeichen, der muss doch irgendwas zu tun haben. Ich glaube, jetzt, da ich mein Speer wieder habe. Oh, ich bin. Achso, wegen Ausdauer. Okay. Jetzt, da ich mein Speer wieder habe, sollte ich speichern. Ja, ich bin Speichersuchti, aber. Was mag da in der Mitte wohl sein? Sieht verdächtig aus. Muss so was gut sein? Da blinkt was. Blinkt sogar sehr viel. Danke. Danke. Ist aber noch was. So. Ansonsten, wie sieht's aus kartenmäßig? Wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt da. Weiter an der Rand entlang rennen. Ich habe nicht so viel Ausdauer. Es ist ein bisschen doof. Frag mich, ob ich irgendwann noch mehr Ausdauer bekommen kann. So bin ich ziemlich langsam. Solche Reisen wäre Epona echt perfekt. So, ich dachte, ich kann das auch pflücken. Das sieht mir auch so verdächtig aus. Macht aber, glaube ich, gar nichts. Da brennt ein Lagerfeuer, okay. Kann ich wieder meine Zutaten rösten. Oh! Ja, da unten. Oh nein. Na gut, ihr wollt es nicht anders, dann kämpfe ich eben mit einer brennenden Keule gegen euch. Ich frage mich, ob das den Schaden zufügt. Was, ihr rennt rundherum. Oh, er brennt. Ja, und sie verbrennen. Und ich auch. Mein Schild geht drauf gerade. Ja, mein Schild ist kaputt. Es brennt. Brennt alles an. Waffentasche ist voll. Ja, da. Oh. Ich bin fast tot. Feuer hat mich getötet, verdammt, weil ich nicht drauf geachtet habe. Ja, das ist natürlich blöd, wenn ich nicht aufpasse. Ich sollte aufpassen, was ich in Brand stecke. Oh, okay. Gut. Aber ich sollte das um 0815 Schild nehmen. Hallo. Zack. Ja, ich brenne. Werde ich das auch irgendwie wieder los? Aha. Wie sie draufgehen, wie sie verbrennen. Ich habe auch schon wieder zu viel verloren. Falsch. Aber mein Schild ist auch Game Over. Eine Heilung habe ich erstmal mehr als genug. Fliege, Viech. Blitzpfeil, danke. Wow. Dann nehme ich das mit. Gib her das Feuer. Weg da. Moment, das Feuer breitet sich aus in diese Richtung. Ja, breite dich aus, Feuer. Ahaha, wie er brennt, wie er leidet. Wie er gestorben ist. Ja, Feuer, ja. Deswegen wahrscheinlich auch der Wind. Oh, er ist abgehauen. Das kann man taktisch ganz gut machen. Boom! Einfach mal alles in die Luft gejagt. Was ist das? Flederbeißerflügel. Flügel eines Flederbeißers. Selbst bei näherer Betrachtung fällt dir auf, dass er von kleinen Härchen bedeckt ist. Kaufst du ihn mit Insekten, dann. Ja, was dann? Nur so ein Bogen. Hier brennt alles ab. Hat schon die Flucht ergriffen, der eine.
Aber ich sollte mich wieder mit einem Schild ausrüsten. Ging das jetzt? Genau so. Zwar nur mit so einem Bockschild, aber besser als gar nichts. Da mal ein paar Pfeile, da mal ein Bogen. Kann ich auch nicht mehr tragen. Das, habe ich das. Und eine Truhe. Was da wohl drin sein mag. Feuerpfeile. Fünf Pfeile, die in der Kraft des Feuers in den Mond. Alles, was sie treffen, verbrennt. Besonders effektiv gegen kalte Ziele. Okay, hier könnte ich auch alles in Brand stecken. Ist ja jetzt wahrscheinlich auch passiert. Ist das andere Feuer? Das ist weg. Das hier brennt noch vor sich hin. Ist das voll? Da ist ein X, wahrscheinlich wegen der. Wegen des Bombardements gerade eben. Da ist auch noch irgendwas hinten. Ist das Wichtiges hinten? Sollte jetzt eigentlich geschützt sein vom Wind, aber irgendwie passiert nichts. Ich bin nicht windgeschützt, nein! Gut, hier ist nichts Besonderes. Ich glaube, es wird schon langsam Nacht hier. In Breath of the Wild. Habe ich mich hier noch umgesehen, aber ich glaube, ich möchte tagsüber herumreisen. Und nehmen. Als Pfeiler, danke. Bis morgens. Ja, ich warte hier. 21:20 Uhr steht da, glaube ich, unten. Ja gut, bei uns ist 22:20 Uhr Grad. Jetzt ist es 5 Uhr morgens hier. Und die Gegner sind immer noch weg. Kommt schon auf die Idee, um 5 Uhr morgens loszureisen. Ist wahrscheinlich irgendwas oben da. Gucke ich mal später nach, weil ich glaube, dass da vorne ist ein Turm. Ruinen. Oder eine Ruine. Geht's nach oben? Was ist das da? Turm auf jeden Fall. Geht da doch hoch. Kann ich wahrscheinlich nicht zerdeppern. Nee, natürlich nicht. Hinten war das Lager. Da geht es nur weiter nach unten, aber da will ich nicht nach unten, weil das bringt mir, glaube ich, nichts. Deswegen möchte ich mal da nach oben gehen. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich hierher teleportieren könnte. Ja, aber praktisch nicht, dass ich den ganzen Weg wieder, immer wieder latschen darf. Das speichern wir mal zwischendurch, nicht wahr? Weil ich ein Speichersuchti bin. Wir wollen ja auch Fortschritt haben in diesem Let's Play. Bin zwar keine 100%, aber was soll's. Ich will es genießen, das Spiel. Ich will, dass mir das Spiel gefällt. Das ist mein einziger Sinn und Zweck hinter der Sache. Hangelgras, noch mehr, noch mehr. Das ist wieder ein Lagerfeuer. Ein Dark Souls-Leuchtfeuer quasi. Da geht's nach oben, da geht's nach oben, da geht's nach unten, da falle ich dann nach unten. Könnte ich alles anzünden, wenn ich wollte. Da hängt ein Apfel. Apfel habe ich mir geglaubt. Da hängen noch viel mehr Äpfel. Ich könnte Bratäpfel machen, aber jetzt nochmal kochen? Nee. Ich kann ja aus dieser Folge eine Kochfolge machen. Koch mit Link. Naja, ich habe ja auch ziemlich viel gebraten. Oh. Ich meine, habe ich ja auch Gegner gebraten. Ja, schieb's runter. Keine Ahnung wofür, aber. Okay. Ist das eine Falle für die Viecher? Hätte ich sie so vielleicht austricksen können? Weil dann werden sie jetzt zermatscht. Weil da unten waren gerade eben die Gegner. Mysteriös, sehr, sehr mysteriös. Wenn ich von da aus da auf den Schädel raufspringe, bringt das was? Nee, oder? Garantiert nicht.
Hinten sehe ich noch so einen leuchtenden Turm. Da kann ich nicht hoch. Nee, da will ich hinunterklettern, ernsthaft? Schaffe ich doch nie. Komm, ich versuch's. Den Sturz überlebe ich zwar nicht, aber ich kann ja runterklettern. Und ich hoffe einfach mal, dass meine Energie ein bisschen ausreicht, damit ich da auch runterkommen kann. Ja, ganz schön hoch. Nicht praktisch, so kann man so kann man eigentlich alle möglichen Klippen überwinden. Ja, super spannend. Da hinten haben wir alles in Brand gesteckt. Wie man sieht, da sieht man original, wie fit das Gras noch ist, das nicht verbrannt wurde. Okay, ich habe noch etwa ein Viertel der Ausdauer. Noch genau ein Viertel fast. Das heißt, ich kann etwa mit voller Ausdauer solche Klippen runter und hoch. Drücke mal falschen Tasten. Ich drücke alles falsch. Das da wollte ich eigentlich. Ein paar Minuten haben wir noch. Ist das auch versehentlich gedreht? Wie gesagt, ich will mich ein bisschen am Rand entlang gucken, um zu schauen, ob es da irgendwo was gibt. Weil ich glaube nicht, dass ich diese Klippen hinunterklettern kann. Das kann ich mir schwer vorstellen. Das sehen so aus wie Klippen aus Banjo-Tooie. Und ich als Kind immer runtergesprungen bin, weil ich geguckt habe, ob ich irgendwie einen Weg nach Jolly Rogers Lagune finde. Weil damals war es echt richtig blöd, weil ich habe das nicht gecheckt. Meine Ausdauer geht echt schnell weg. Mach mal eben so, dass mir ein bisschen Ausdauer immer bleibt, damit ich ein bisschen schneller mich bewegen kann. Das ist, glaube ich, klüger. So, da rechts ist der blaue Turm. Wo bin ich jetzt? Da. Walz der Seelen. Müsste da eigentlich überall den Rand entlang rennen. Oh, da ist ein Gegner. Das sind sogar mehrere Gegner. Die jagen eine Wildsau. Ey! Hey, du Affe! Das ist mein Essen! Das für geile Aktion gerade. Oh. Ja, steh auf, so hart war der Schlag nicht. So. Jetzt nehme ich den jetzt nochmal. Ja, komm. Boom. So hart war der Schlag nicht. Steh auf. Meins. 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 Ich will das Schild auch. Meins. Das da gehört auch mir. Jetzt bist du platt. Aha, bist ein voll schlechter Scharfschütze. Bogen brauche ich nicht und Speichervorgang. Und da ist, ja, ich wollte gerade schon sagen, eine Truhe. Jetzt haben wir diesen komischen Wald der Seelen auch. Wild! Fleisch von Tieren im Wald, Feld und Flur. Kann roh verzehrt werden, aber zubereitet schmeckt es besser und füllt mir Herzen auf. Yeah. Ist noch irgendwo ein Gegner, der von mir auf die Mütze will? Keiner? Gut, dann schaue ich mal, was die jetzt eingesackelt hatten. Unten ist, glaube ich, auch eine Wildsau. Noch ein Opal. Lala. Da oben wächst das auf dem Baum. Da kletter ich noch hoch. Danach beende ich die Party. Du Bäumchen! Hast lang genug gelebt. Ich kann es nicht fällen. Egal. Kletter ich einfach mal auf den Baum hier und dann werde ich da ein paar binden. Hehehe.
Dann dachte ich hier in mein Baumhaus. Ich habe doch gewusst, dass das. Oh. Ich habe nicht gelesen, verdammt. Warum habe ich das getan? Ich habe gerade Eier geklaut. Ich bin ja ein ganz böser. Gut, wo gehe ich als nächstes hin? Als nächstes werde ich. Geil. Ich werde so viele Videos hier brauchen. Ich weiß, was ich machen kann. Nee, ich will mich hier hin teleportieren. Da kann ich nur an solche Orte teleportieren. Ja, da. Turm des Plateaus. Östliche Tempelruine, da komme ich gar nicht hin. Ja, dann werde ich da eben als nächstes hingehen zur östlichen Tempelruine. Oder versuchen, dahin zu gehen. Ich muss irgendwie den alten Mann da finden. Nicht finden. Ich muss irgendwie mit ihm reden, damit er mir sein Rezept da verrät. Dann kann ich in die schneebedeckten Berge und dann komme ich auch weiter. Da steht er nämlich, aber ich muss warten, bis er am Lagerfeuer steht. Noch drei. Ja, ich weiß, noch drei. Dann wird jetzt nochmal ordentlich gespeichert. Speichern abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, das war The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.